28. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, heute fahren wir fort mit der Erklärung der 40 Hadithe von Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Und heute sind wir bei Hadith Nummer 26. Und ich empfehle jedem, dass er diese Hadithe mit uns studiert, inshallah ta'ala, weil sie einem ein allgemeines Verständnis über die Religion geben. Natürlich, Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, hat hier 42 Hadithe in diesem Buch zusammengefasst, beziehungsweise gesammelt. Aber es gibt Gelehrte, sie haben noch 8 weitere hinzugefügt, wie zum Beispiel, welches Werk kennt ihr? Wo 50 Hadithe aufgelistet werden von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, einer der Schüler von Sheikh al-Islam. Das Buch heißt, wer kennt das? Jami' al-Bayan. Das sind 50 Hadithe, da hat er noch 8 hinzugefügt, von denen er überzeugt war, dass diese ebenfalls ein gewaltiges Verständnis über die Religion geben, wie in der Samir al-Alim, möge Allah subhanahu unsere Gelehrten reichlich belohnen für das, was sie an Wissen hinterlassen haben. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams ta'dilu bayna ithnain sadaqa wa وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة überliefert bei Bukhari und Muslim, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, jedem Glied beziehungsweise Sulama ist ja Glied oder Knochen, ein jeder Knochen von einem Menschen, so obliegt für ihn eine Sadaqa. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat vorgeschrieben, dass man für jeden Knochen, den man besitzt, eine Sadaqa gibt. Jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht, das heißt an jedem Tag, zwischen zwei Personen Gerechtigkeit zu stiften, das heißt zwischen zwei Personen zu schlichten und diese Feindschaft von ihnen hinwegzunehmen, ist eine Sadaqa. Einem Mann mit seinem Reittier zu helfen und ihn darauf zu heben, das heißt auf dieses Reittier, oder sogar sein Gepäck darauf zu heben, was er alles an Gegenständen mit sich hat, ist ein Almosen. Das gute Wort ist ebenfalls ein Almosen. Und mit jedem Schritt, den du zum Gebet gehst, gibst du ein Almosen, und ein Übel aus dem Weg zu räumen, ist ebenfalls ein Almosen. Das ist der Hadith, über den wir heute insha'Allah ta'ala etwas sprechen werden. Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams. An jedem Tag ist es obligatorisch für einen jeden Menschen, dass er sozusagen eine Sadaqa gibt, für ein jedes Glied, was er besitzt. Für ein jedes Glied, was er besitzt. Und in einer Überlieferung von Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, erfahren wir, dass es wie viele Glieder gibt vom Menschen? 360 Glieder. Wann war diese Zeit? Das war zu der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die heutigen Wissenschaftler sagen,
Der Mensch, wenn er ein Säugling ist, er hat mehr Knochen, wenn er ein Säugling ist, so hat er über 300 Knochen. Aber wir sagen es Ihnen genau der Wissenschaft, wie viel? 360. 360. Sie schreiben über 300. Sie sagen so etwa 350. Wir sagen nein, ganz genau 360. Und natürlich, wenn der Mensch größer wird, wachsen ein paar Knochen zusammen, dann kommt er jetzt später auf ungefähr 215 Knochen. Aber wenn er neugeboren wird, wenn er ein Säugling ist, was haben wir gesagt, wie viele Knochen hat er? 360 Knochen. Und das steht wo? Im Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nicht bei Max Planck Institut. Das ist das Wichtige und ich möchte damit meine Geschwister dazu führen, dass sie an das glauben, was unsere Religion uns vorausgesagt hat. Denn wer ist wissender? Jemand, der erschaffen wurde oder jemand, der erschaffen hat? Jemand, der erschaffen hat. Möge Allah azzawajal uns zu wahren Gläubigen machen. Das heißt, Allah erwartet von dir, o Diener, dass du jeden Tag für jedes Glied in deinem Körper eine Sadaqa gibst, um dich sozusagen vor dem Übel zu bewahren. Um dich vor dem Übel zu bewahren, wie Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sagte, du hast jeden Tag diese Last auf deinen Rücken zu tragen. 360 Mal oder 360 Sadaqa musst du geben, damit du von dir diese Last hinwegnimmst. Das an jedem Tag, wie es hier heißt, wo die Sonne auch aufgeht. Aber Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir haben das gelernt in dem Hadith davor, es ist nicht so, dass wenn ein Muslim kein Geld hat, dass er benachteiligt ist in dieser Religion. Im Gegenteil. Wir haben gelernt, was ist alles eine Sadaqa? Tasbih ist eine Sadaqa. Dass man sagt, zum Beispiel, La ilaha. Subhanallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Und das haben wir auch vorher gelernt, oder haben wir beim letzten Mal gelernt, bei Imam Muslim überliefert, Ahabbul kalami ila Allahi azza wa jal, Allah. Die schönsten Wörter bei Allah oder die ihm liebsten Wörter, die liebsten Wörter für Allah azza wa jal sind vier. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Das heißt, davon mehre und fülle deinen Tag aus mit diesen Wörtern, damit du für jedes Wort, erstmal Allah liebt diese Wörter, Nummer eins. Nummer zwei, du bist im Dhikr und wir haben über die Vorteile des Dhikr schon gesprochen. Das will ich heute an dieser bei dieser Gelegenheit nicht nochmal wiederholen. Aber Allah liebt diese Wörter und du hast gleichzeitig eine Sadaqa damit erworben. Und hier in diesem Hadith heißt es, und jetzt werden uns die Tore zu der Welt der Sadaqa geöffnet, dass das nicht nur mit Geld verbunden ist. Natürlich die klassische Sadaqa, die jeder kennt, ist das mit Geld. Aber Sadaqa ist ein viel umfassender Begriff. Was haben wir gesagt? Was ist allgemein die Sadaqa? Bitte? Ja, ja, aber Definition von Sadaqa. Was ist die Sadaqa? Was haben wir gesagt? Gute Taten. Sehr gut. Für? Für wen? Für Allah. Ja, natürlich für Allah. Aber, dass man etwas Gutes macht für die anderen. Für die anderen heißt natürlich für Allah, aber du sollst ja gut zu den Menschen sein. So, das heißt, das ist der umfassende Begriff von einer Sadaqa. Und Al-Mal Nau'un Mina Sadaqa. Das Geld ist nur eine Sorte, eine Art, ein Teil von der Sadaqa. Nicht die gesamte Sadaqa. Denn Alhamdulillah Rabbil Alamin, als der Prophet gehört hat von den Leuten, die arm waren, aber gläubig waren, dass die Reichen mehr Vorteile haben als diese Armen, so hat er ihnen gesagt, nein. Alles ist eine Sadaqa und erzählte es ihnen auf. Und das war der letzte Hadith. Aber es geht weiter, liebe Geschwister. Dass du zwischen zwei Personen schlichtest, ist eine Sadaqa. Zwei Personen haben einen Streit miteinander. Dieses, wenn du zwischen ihnen schlichtest, ist dieses eine Sadaqa. Und noch gewaltiger, in einer Überlieferung bei Abu Dawud und At-Tirmidhi, rahmatullah alayhima, lesen wir, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba gefragt hat, Ala ukhbirukum ma afdal, soll ich euch benachrichtigen, was besser ist als was? Als das Fasten, als das Gebet, als die Sadaqa. Besser als was? Als das Fasten, als das Gebet und als die Sadaqa. Das heißt, wir reden über welche Taten? Über die besten Taten.
Soll ich euch etwas darüber berichten, was besser ist als diese Dinge? Sie sagten, Bella, ja, Rasulallah, schnell her damit. Wir sind bereit, alles zu tun, um der Strafe Allahs zu entgehen und Gutes zu tun. Er sagte, dass ihr zwischen zwei Leuten Frieden stiftet, ist eine Sadaqa. Dass ihr zwischen zwei Leuten Frieden stiftet, davon nicht, ist eine Sadaqa, dass ihr zwischen zwei Leuten Frieden stiftet. Und er sagte gleichzeitig, und Unheil zu stiften zwischen zwei Personen rasiert die Religion. Jetzt überleg mal, diese Fitnessstifter, die wir heute haben, von allen Sorten und Kampanen und Sekten, die durch und durch irregehend sind und nur Fitna machen, sie werden in diesem Hadith mit eingeschlossen sein. Weil sie nur Unheil zwischen den Leuten bringen und nicht das Gute machen. Daher, wenn du viel Lohn haben möchtest, besser als die klassischen Ibadat, die du kennst, das Gebet, das Fasten und die Sadaqa, wir reden natürlich über diese freiwilligen Dinge. Ja, freiwilliges Gebet, freiwillige. Nicht, dass du denkst, ich schlichte jetzt nur noch zwischen zwei Personen, dann brauche ich nicht mehr zu beten. Weil der Prophet sagte mir, ich habe dann Besseres gemacht als, nee, das ist immer was? Die freiwilligen Taten. Das heißt, wenn du an freiwilliger Tat etwas sehr Gutes machen möchtest, dann stiftet Frieden zwischen den Leuten. Stifte Frieden zwischen den Leuten. Und ich habe euch den Hadith erklärt. Am Montag und am Donnerstag werden was die Tore zu was geöffnet? Zum Paradies. Und jedem wird in der Umma von Allah, von Propheten sallam, verziehen werden. Jeder, der nicht neben Allah etwas anderes zur Seite gestellt hat, außer zwei Personen, was gab es zwischen ihnen? Ein Streit. Und sie haben diesen Streit laufen lassen. Natürlich, was ist der Streit? Dunya oder Akhira, was haben wir gesagt? Betrifft es die Dunya oder die Religion? Dunya. Die Dunya. Wenn dieser Streit in der Dunya war, läppisches, wegen was sich heute Geschwister streiten, so ist dieses in diesem Fall eine Verzögerung für das Aufsteigen ihrer Taten. Allah wird ihre Taten nicht aufsteigen lassen, bis sie was gemacht haben? Bis sie sich wieder vertragen haben. Sag mal, auch Mann, Ehefrau, natürlich sind ja auch Geschwister. Jeder Muslim ist unser Bruder und jede Muslima ist unsere Schwester. Auch wenn sie mit uns verheiratet ist, ist sie trotzdem was? Unsere Schwester. Deswegen Ibrahim alaihissalatu wassalam, als der König, der ein Verbrecher war, die Frauen, die er wunderschön fand, genommen hat, um mit ihnen zu machen, was er mit ihnen machen wollte, so hat er auch die Frau von Ibrahim alaihissalatu wassalam gesehen und sie hat ihm sehr gefallen. Und Ibrahim alaihissalatu wassalam hat gesehen, dass er sich an ihr vergreifen wollte. Er wollte sie ebenfalls gerne erobern. Und dann hat der König ihn gefragt, wer ist diese Frau? Und Ibrahim alaihissalatu wassalam mit seiner Weisheit, damit er auch sich und sie nicht in Gefahr brachte, er sagte, sie ist meine Schwester. Aber sie war seine Frau, aber gleichzeitig seine Schwester. Seine Schwester. Das heißt, deine Frau ist auch deine Schwester. Deswegen, weil es natürlich viel Streit in den Haushalten gibt, deswegen erwähne ich das besonders. Die Tore des Paradieses werden für diese zwei Leute geschlossen, bis sie sich einander vertragen. Bis sie sich miteinander vertragen. Und daher, liebe Geschwister, das ist nur eine Bremse für die Taten für uns, wenn wir Streit haben mit unseren Geschwistern. Und dass du diesen Streit beilegst, dass du hilfst, diesen Streit beizulegen, ist ein gewaltiger Lohn für dich. Und Alhamdulillah, lieber verpasst du ein freiwilliges Gebet und eine freiwillige Sadaqa und ein freiwilliges Fasten, als dass du was den Streit zwischen Geschwistern verpassen solltest. Nein, kümmere dich darum und du wirst viel Lohn bekommen. Bi'idhnillah as-sami' al-'alim. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. Und dass man, liebe Geschwister, nachdem wir erwähnt haben, dass man zwischen zwei Leuten den Streit zwischen zwei Leuten schlichtet, so ist auch ein Mann auf seinem Reittier zu helfen, ihn darauf zu heben
und sein Gepäck ebenfalls darauf zu heben, ebenfalls eine Salat. Und natürlich, was könnten wir heute verstehen? Jemand kommt, ist mit dir im Hausflur und er trägt vielleicht gerade was Einkaufstüten. Wenn da kein Schwein drin ist und kein Alkohol, kannst du ihm gerne helfen, diese Tüten hochzutragen. Aber wenn da Dinge drin sind, die nicht erlaubt sind, dann natürlich nicht. Aber wenn da nichts drin ist oder er hat einen Schrank oder sonstiges, deinem Nachbarn hier zu helfen, ist ebenfalls eine Sadaqa, bi'idhnillah ta'ala. Und das gute Wort ist ebenfalls eine Sadaqa. Und das ist eine gewaltige Tat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ittaqu an-nara walau bishiqqi tamra. Fürchtet das Höllenfeuer, selbst wenn es nur mit der Hälfte einer Dattel ist. Mit der Hälfte einer Dattel. Ja. Wenn du Angst hast, in das Höllenfeuer reingeworfen zu werden und du fürchtest Allah, dann wirst du die Hälfte von deiner Dattel, die du vielleicht gerade sehr begehrst, jemandem geben, um dich vom was zu befreien? Von dem Höllenfeuer. Er sagte, au bi kalimatin tayyibatin. Oder dass du deinem Bruder was sagst? Ein gutes Wort. Oder dass du deinem Bruder ein gutes Wort sagst, mach irgendwas, Hauptsache rette dich vor dem Höllenfeuer, möge Allah uns davor bewahren. Hauptsache du rettest dich vor dem Höllenfeuer. Dieser Hadith zeigt, wie gewaltig dieser Tag ist, liebe Geschwister. Der Prophet meinte zu dir, mach irgendwas, nur rette dich vor diesem Höllenfeuer. Das gute Wort ist ebenfalls eine Sadaqa. Und mit jedem Schritt, den du zum Gebet gehst, kriegst du ebenfalls ein Almosen. Bedeutet, wenn du zum Gebet gehst, du gehst raus aus deiner Wohnung, so gehst du Schritt für Schritt zur Moschee, so wirst du für jeden Schritt eine Sadaqa bekommen. Sagt man, ich fahre mit dem Auto, auch wenn du mit dem Auto fährst. Du kriegst was? Eine Sadaqa. Und deswegen, das ist ein gewaltiger Lohn, wenn wir hier zur Moschee herkommen, um unser Gebet natürlich zu verrichten, liebe Geschwister, denn das gehört zu den gewaltigen Taten. Und hier seht ihr, dass Allah Azza wa Jal uns die Türen zum Khair öffnet. Wenn wir Gutes machen, dann werden wir dafür belohnt. Wenn wir Gutes machen, werden wir belohnt. Du schlichtest zwischen den Menschen. Schaut mal diese Wörter, ja? Und da gibt es Leute, die sagen, Terrorismus über diese Religion, überlegt mal. Subhanallah, schaut mal, du schlichtest, ist das was Schlechtes? Ja. Subhanallah, die haben ja unser YouTube-Kanal gelöscht. Da haben wir gefragt, warum habt ihr das gelöscht? Das Video darf man in einem China-Imbiss essen, war problematisch. Darf man in einem China-Imbiss essen? Das ist problematisch für euch. Was gibt es in YouTube? Wird da gegen Muslime gehetzt? Ja oder nein? Aber auf übelste Art und Weise. Wal-iyadu billah, die versautesten Filme. Und bei YouTube werden Köpfe abgeschnitten von ISIS. Das ist alles kein Problem. Aber dass wir über China-Imbiss reden, ist ein Problem. Vielleicht die Geschwister, auch ein Video haben sie gelöscht, darf man eine Frau zum Geschlechtsverkehr drängen? Haben wir gesagt, nein, das darf der Mann nicht machen. Subhanallah, hätte ich ja gesagt, wäre das Video noch drin gewesen, weil dann könnte man mit dem Finger auf uns zeigen. Und so ist die Sache. Deswegen diese Leute, die wollen nichts Gutes. Die verbreiten den Fassad und was auch immer gut ist, das ist auf einmal zensurpflichtig. Und deswegen wisset, und ich habe euch das oft gesagt, diese Aya, أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Schmeißt die Sippe von Lot und Lot selber aus dieser euren Stadt heraus. Das sind Leute, die wollen sich reinhalten. Schaut mal, während die Religion uns beibringt, dass wir zwischen den Leuten schlichten sollen, dass wenn wir zum Guten gehen, dass wir dafür belohnt werden und wir können den ganzen Tag in Lohn stehen. Wenn wir mit unserer Frau spielen, werden wir belohnt. Wenn wir mit unseren Kindern rausgehen, ihnen was Schönes kaufen, das ist die beste Sadaqa, die du, was für eine terroristische Religion. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aber manche Leute, sie werden deswegen brennen, weil sie die Wahrheit kennen und die Lüge über unsere Religion erzählen. Und sie sollen jetzt noch lachen und jetzt noch herumspielen. Und bei Allah, und ich sage das jedem, der den Islam hasst,
Morgen bei deinem Tod wirst du es sehen. Und wir wünschten uns, dass du reden könntest, um uns zu sagen, dass du ein schmutziger Lügner warst. Aber du wirst nicht mehr reden können, damit die anderen Schmutzigen, die genauso schmutzig sind wie du, nicht einfach so zurückkehren, bis sie an Allah Azza wa Jal und den gesamten Glauben. Möge Allah Azza wa Jal uns nur mit dieser Religion stärken. Du gehst zur Moschee und bekommst eine Sadaqa. Und wenn du übel aus dem Weg räumst, bekommst du ebenfalls eine Sadaqa. Das heißt, man sieht Glasscherben auf dem Boden, dann räumst du die weg. Warum? Weil wenn jemand dort läuft, dann könnte er sich verletzen. Dann könnte er sich verletzen. Oder es könnte Schlimmeres passieren. Schaut mal nur Autos, wenn sie jetzt über Glas und so weiter fortfahren. Ein kaputter Reifen ist auch nicht immer etwas Angenehmes. Daher sollst du das vom Weg räumen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns, das gehört zum Iman. Überleg mal, zum Glauben. Zum Glauben. Dass du etwas Schädliches von der Straße hinwegräumst. Dieses gehört zum Glauben, subhanallah. Zum Glauben. Und Allah azzawajal hat einem Mann seine Sünden vergeben und ihn in das Paradies eingehen lassen, der was gemacht hat? Ha? 10 Moscheen gebaut hat? Und 50 Sklaven befreit hat? Und 50 Kämpfe teilgenommen hat? Wen hat er vergeben? Was hat diese Person gemacht? Der hat etwas Schädliches vom Weg geholt. Ein Ast. Ein Ast. Das war der Grund, warum Allah Azza wa Jalla ihm vergeben hat. Auch dieses ist eine Sadaqa. Natürlich, das heißt nicht nur, wenn hier die Sachen, die genannt werden, dass sie eine Sadaqa sind, dass wir nicht andere Überlieferungen haben, die uns noch einen größeren Lohn aufzeigen. Nein, nein. Das heißt, diese Sachen sind allgemein hinzu noch eine Sadaqa. Und bei manchen Sachen kriegen wir noch mehr Lohn als nur eine Sadaqa, wie in Allah Ta'ala. Und subhanallah, dieser Hadith zeigt uns nicht nur, wie die Türen des Guten geöffnet werden und dass die Sadaqa viel mehr ist und dass nicht die Armen benachteiligt wurden in dieser Religion, nein, bei weitem nicht, sondern diese Religion zeigt uns, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat all diese Taten gemacht. Schaut mal, er war in jeder Sache ein Vorbild. Überlegt mal, wie viele Hadithe wir studiert haben und wir hören, das ist Sunnah, das ist Sunnah. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sachen gemacht. Jetzt überlegt, wie weit wir eigentlich von der Sunna des Propheten sallam entfernt sind. Er ist das beste Vorbild, liebe Geschwister. Und wir sollten uns an seiner Sunna halten. Und wir werden niemals schaffen, das zu tun, was er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, weil er der beste Mensch war. Aber was sollte unsere Bemühung sein? Ihn auf beste Art und Weise zu folgen, dass wir seine Sunna annehmen. Jetzt mag einer sagen, Abul Bara, du nervst mich. Ich habe doch gar keine Zeit, dieses alles zu machen. Ich bin ein Familienvater, ich habe 16 Kinder, ich habe genug zu tun. Kannst du mir keine Alternative bieten? Können wir dir inshallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ala kulli sulama min ibni Adam fi yawmin sadaqa. Jedem Menschen obliegt an jedem Tag eine Sadaqa. وَيَجْزِي عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَةَ الدُّحَى. Und die Wiedergutmachung für eine jede Sadaqa, wir reden ja über wie viel, über wie viele Glieder reden wir, über wie viele? 360. Dass du an jedem Tag das Duha-Gebet verrichtest, ist eine Wiedergutmachung von dir. Du hast damit dein Soll erfüllt, die 360 Sadaqa zurückgegeben. Die 360 verpflichtenden Dinge, die auf deinem Rücken lassen, hast du damit wiedergegeben. Mit was? Mit 2 Raka. Salatul Duha, ich hoffe, ihr kennt das. Das ist ein 2 Raka Gebet oder 4 Raka Gebet oder 6 Raka Gebet oder 8 Raka Gebet. Hauptsächlich, man betet das was? Tarisch. 2, 2, 2, 2. Von 2 bis 8. In welcher Zeit beten wir das? Na. Zwischen Schuruq und Dhuhr. Sehr gut. Zwischen Schuruq und Dhuhr. In dieser Zeit betest du dieses 2 Raka Gebet. Abu Huraira radiallahu an sagte, Habibi, mein Liebling, und er meinte wen? Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat mir 3 Dinge anbefohlen. Das heißt, er hat mir 3 Dinge
als Testament auferlegt, dass ich diese Dinge nicht vernachlässigen soll. Und eine dieser Dinge war, dass er das Duha-Gebet betet. Deswegen, wer kann, soll dieses Duha-Gebet beten. Zwei Raka, zwei Minuten. Okay? Zwei Minuten dauert das Gebet für dich. Somit hast du 360 Knochen, die du besitzt, Gliedmassen, die du besitzt, nenn es wie du willst, wieder zurückgezahlt, dich reingewaschen und das Üble von dir hinweggenommen. Zwei Raka, Duha. Und dieses kannst du jeden Tag beten und nicht vernachlässigen, dieses Gebet. Man hat so viel Zeit zwischen Schuruq und Dhuhr. Liebe Geschwister, das sind mehrere Stunden, in denen man sich dazu aufrappeln kann, dieses zwei Raka Gebet zu beten. Diese Überlieferung ist in Sahih al-Jami' von Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. طيب, gibt es Fragen zu diesem Hadith? Na, wa fiik Allah. Ist auch eine Sadaqa, wenn man Essen vom Weg räumt? Ist es Sadaqa, wenn man Essen vom Weg, alles was schädlich ist, allgemein? Na'am, imatu hadha an al-tariq, so heißt es in der Überlieferung, alles was schädlich ist, von der Straße wegzuholen. Na'am. Allah Ta'ala ala wa ala. Tfadda. Ich habe gesagt, du hast gesagt, zwischen zwei Leuten, die Streit schlichten. Nein. Leute heißt Muslim oder auch Kuffar? Leute. Okay. Frieden stiften ist immer etwas Gutes, inshallah. Es gibt Überlieferung bezüglich Muslime. Und hier, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in dieser Überlieferung, zwischen zwei Leuten, sagt er. Zwischen zwei Leuten, Wallahu ta'ala ala wa. Und was waren die anderen beiden Sachen, die als Testament hinterlassen wurden? Für Abu Huraira. Ja, Huraira. Das wollt ihr alles haben. Inshallah, bei Zeit im Leben. Langsam, langsam. Wir haben genug mit diesem Hadith zu tun. Na, tafadhal. Ist es richtig, dass man lügen darf, wenn man zwischen zwei Leuten schlichtet? Ist es richtig, dass man lügen darf, wenn man zwischen zwei Personen schlichtet? Die Überlieferung ist bei Imam Ahmad von Salama radiallahu anha. Sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallama hat das Lügen nur in drei Dingen rachasa, yani erleichtert bzw. wie sozusagen zur Ausnahme gemacht. Aber es ist nicht Lügen in dem Sinne, weil das Khair schafft. Und eine dieser Sachen, von diesen drei Sachen, war, dass wenn man zwischen zwei Leuten schlichtet, dann kann man zu dem einen hingehen und sagen, dein Bruder hat nur Gutes über dich geredet. Eigentlich sein Bruder hat über ihn geflucht. Aber du sagst ihm, dein Bruder hat nur Gutes über dich geredet. Warum? Um sein Herz weich zu machen. Na, und manche Gelehrte sagen hier, wenn er sogar schwört und sagt, Wallahi, dein Bruder hat Gutes, so wird dir das nicht als Sünde geschrieben. Schaut mal, wenn er selbst schwört, und es war ja nicht so, so wird ihm das nicht als Sünde geschrieben, Wallahu ta'ala ala. Sie hatte sich gemeldet gehabt, sie hatte eine Frage. Sama. Ja, bitteschön. Na, Vater. Beziehungsweise die zwei Duha-Gebet. Was ist, wenn einer nicht schafft, bis von Sonnenaufgang bis Duha, diese zwei Rakat zu beten, kann man irgendwie nachholen? Oder? Wie ist das mit dem Duha-Gebet? Nein, in dieser Zeit betet man das Duha-Gebet. Das kommt ja nach dem Namen Duha, hat ja auch seinen Sinn. Und deswegen versucht man das in dieser Zeit zu beten. Wie gesagt, das ist die leichteste Lösung, mit dem Duha-Gebet diese 360 Gliedmassen freizukaufen. Aber wir haben ja andere Sachen beschrieben. Dieses alles gehört dazu. Alhamdulillah, wie oft geht man zur Moschee am Tag? Alhamdulillah, wie oft gibt es Streit zwischen Geschwistern? Man kann das gar nicht mehr zählen. Na, man kann das gar nicht mehr zählen. Und meistens, wenn du schaust, um was geht es? Um gewaltige Sachen oder Kinderprobleme? Der hat und ich wollte nicht. So. Der redet auch so, ja? Kinderprobleme, wie ich sage. Und das alleine bringt viel Lohn, bi'idhnillah ta'ala.
und dass man jemandem hilft. Selbst wenn er in sein Auto einsteigen will, helf ihn. Wenn er jetzt nicht 200 Kilo wiegt, helf ihn rein. Tu ihm seine Sachen in sein Auto rein. Alhamdulillah, all das bringt so ein Beben in der Tat. Na, tafadda. Es wird gefragt, was ist Shuruq? Welche Zeit? Und welche, also welche Zeit? Zwischen welcher Zeit? Was ist Ash-Shuruq? Ash-Shuruq beginnt ab der Zeit, also wo man beten darf, wenn die Sonne dabei ist, unterzugehen oder aufzugehen? Aufzugehen, Alhamdulillah. Und ihr habt eine Shuruq-Zeit, die ist in den Kalendern benannt. Und hier gibt es auch in den Kalendern keinen großen Unterschied, weil natürlich Shuruq ist Shuruq. Da kann es auch keinen großen Unterschied geben. Und wenn du dann ab dieser Zeit, die du im Kalender siehst, 15 Minuten dran setzt, ab dieser Zeit, also Shuruq fängt dann an und 15 Minuten später kannst du dann beten, wie eben in der Tage. Na, das ist Shuruq. Das ist Shuruq. Na. Kann man das Shuruq, also man betet ja zum Shuruq auch das Gebet, indem man den Lohn erhofft von der Umrah, vollständig. Und kann man das dann mit dem Doha-Gebet so gesehen als Absicht? Kann man das Shuruq-Gebet mit dem Doha-Gebet vereinen? Es gibt eine Überlieferung bei Tirmidhi, diese Überlieferung ist sehr, sehr stark umstritten. Allahu alam, sogar die meisten Hadith-Gelehrten sagen, sie ist daif. Sheikh al-Albani rahimullah hat sie als Hassan klassifiziert. Dass wenn eine Person nach dem Fajr-Gebet sitzen bleibt und Allahs gedenkt, bis die Sonne aufgeht und dann zwei Raka betet, so ist es, als ob er einen Lohn bekommen hat, eine Hajj und eine Umrah, vollständig. So, wir haben gesagt, wann ist diese Zeit? Wenn Shuruq-Zeit eintrifft, dann setzen wir wie viel drauf? 15 bis 20 Minuten drauf. Und diese Zeit, wenn wir 15 bis 20 Minuten draufsetzen, bei manchen Gelehrten ist Shuruq und Doha hier das Gleiche. Bei manchen Gelehrten ist hier Shuruq und Doha das Gleiche. Bei anderen ist Doha etwas später. Aber, Wallahu ta'ala ala wa'an, Shuruq und Doha, wenn man dieses Gebet betet, beten Allah ta'ala, dann hat man sein Soll erfüllt. Wallahu ta'ala ala wa'an. Zum Beispiel, man hat jetzt 180 Gliedmassen nur frei gemacht. Was mit den anderen Krypten macht, wie jeder einzelne eine Sünde. Ach so. Der Bruder sagt, man hat vielleicht nur 180 Gliedmassen. Ich dachte, manche wurden gebrochen im Laufe der Zeit. Wie ist das hier? Nein. Das ist für einen jeden Knochen, soll man diese Sadaqa sozusagen freikaufen. Ist man dann für die anderen jeder einzelne sündig? Die Sache ist so, dass, wie Imam Nawawi gesagt hat, Rahimullah Ta'ala, wenn man das nicht macht, hat man das Übel nicht von sich weggebracht. Okay? Und worin das Übel liegt? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Deswegen, man soll, und ich sage das Wort soll, versuchen, dieses Doha-Gebet am Tag zu beten. Das ist das Leichteste. Und was auch immer man zusätzlich machen kann, walhamdulillahi rabbil alamin. Na, und das ist die leichteste Variante natürlich. Es wird gefragt, die Aura des Mannes ist ja vom Bauchnabel bis Oberschenkel. Wie sieht es aus, wenn man oberkörperfrei rumläuft? Wie ist das zu verstehen? Der Bruder sagt, die Aura von einem Mann ist ja vom Bauchnabel bis Oberschenkel. Wie ist das, wenn man frei rumläuft? Richtig ist, und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, die Aura von einem Mann ist vom Bauchnabel bis zu den Knien. Nicht bis zu den Oberschenkeln. Es gab einige Gelehrte, das ist nicht die Mehrheit der Gelehrten, die gesagt haben, die Oberschenkel sind keine Aura. Aber in einer Überlieferung bei Ibn Majah sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die beiden Oberschenkel gehören zur Aura. Und Sheikh al-Albani hat diese Überlieferung als Hassan klassifiziert. Deswegen, wenn du deine Aura richtig bedeckst, zwischen Bauchnabel und Knien, dann hast du getan, was du tun musst. Ja, theoretisch heißt das, eine Person deckt nur seine Aura ab und könnte oben ohne laufen, natürlich, er wäre kein Sünder. Aber das gehört nicht zu Adala. Was heißt Adala? Zu Rechtschaffenheit. Ja, überleg mal, einer läuft so wie Tarzan durch die Gegend und macht Dauer mit den Leuten. Ja, ja, Johannes, die sagen, guck dich erstmal selber an, auf den Anhemd. Das gehört nicht, bitte verstehen, das ist nicht ein Sünder, aufpassen. Das ist nicht ein Sünder.
aber es gehört nicht zur Rechtschaffung. Ich meine, stellt euch vor, ich komme auf die Mimba oben ohne und dann sage ich, ja, Johannes. Wie viele Schuhe müssten wir dann... Ja, könnt ihr euch sowas vorstellen? Natürlich nicht. Das geht nicht. Das gehört nicht zur Rechtschaffenheit einer Person. Wallahu ta'ala ala. Wenn ein Ehepaar geschieden ist und das Verhältnis ist jetzt gebrochen, wie sieht es dann aus mit der Hasanat und Sadaqat? Bleibt das auch auf der Strecke? Muss man dazwischen schlichten? Weil da wie ist das, wenn zwischen einem Mann und einer Frau etwas passiert ist? Und wie ist das diesbezüglich? Natürlich, es kommt darauf an, wegen was wurde gestritten. Das ist klar. Zum Beispiel, eine Frau hat einen betrogen, ein Mann. Ihr wisst schon, was ich meine. Oder umgekehrt, ein Mann hat eine Frau betrogen. Das ist natürlich nicht eine Sache, die man einfach so schlucken kann. Ja? Und das ist ja Verrat. Das ist Verrat in der Religion, Verrat am Ehepartner. Und auch natürlich gegenüber der Religion. Und hier ist das eine andere Sache, als wenn sie sich wegen Möbel gestritten haben. Du kriegst die Ledercouch und ich krieg den Frostkühlschrank. Ja, und das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Deswegen, allgemein geht man im Guten auseinander. Denn Allah Azzawajal sagt, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Und in Surat Al-Baqarah, und vergiss nicht das Gute, was zwischen euch war. Ihr habt doch damals geheiratet. Es gab doch Gutes zwischen euch. Dann vergiss nicht, nachdem ihr jetzt auseinander seid, geschieden seid, was früher an Gutem zwischen euch war. Und das ist die Basis. Das ist die Basis. Außer es sind große Sachen passiert, wo man natürlich jemanden verstehen kann, dass er hier den Kontakt abbricht. Und nicht nur Kontakt abbricht, dass man dann diese Person vielleicht sogar Dua gegen sie macht oder dieser Person nicht verzeiht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Ist es Sunna, Kuchel zu tragen? Oder wann? Kuchel. Kuchel. Ist es Sunna, Kuchel zu tragen? Ja, natürlich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer authentischen Überlieferung, und er hat über den Kuchel al-Ithmit gesprochen. Al-Ithmit. Diesen Kuchel, das ist so ein rötlich-schwarzer Kuchel, er verstärkt die Sehkraft, das heißt, sorgt dafür, dass du besser sehen kannst, und lässt das Haar wachsen. Und lässt das Haar wachsen. Das heißt, das gehört auch ebenfalls zur prophetischen Medizin, liebe Geschwister. Er stärkt die, was? Sehkraft, lässt einen besser sehen, und er stärkt die Haarkraft. Beten in der Tat. Aber nicht alle nicht mehr. Manche nicht mehr. Okay. Auch Frauen darf die Frau Kochel rausgehen. Die Frau darf Kochel machen. Was das Rausgehen mit Kochel anbelangt, so gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Sicherer ist es, wenn sie das nicht drauf macht. Sicherer ist das, wenn sie das nicht drauf macht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Ich habe drei Fragen. Wallahu ala. Mal sehen, ob ich auch drei Antworten habe. Wie ist die Kopfhaltung beim Tashahhud? Also gerade oder mache ich den Kopf in Richtung Finger? Beim Tashahhud? Ja. Wie ist die Kopfhaltung beim Tashahhud? Man neigt seinen Kopf zu dem Finger, den man hebt. Also so praktisch. So, dass man seinen Finger anschaut beim Tashahhud. Wallahu ta'ala ala wa alam, die Überlieferung ist bei Nessai. Na. Und kann ich mit jemandem, der im Liegen betet, wenn ich im selben Raum bin, Gemeinschaftsgebet mit ihm machen, ich bete im Stehen und er im Liegen? Was ist, wenn jemand ein Gebetsleiter ist, also der Imam, und eine andere Person ist liegend? Wie ist das, wenn der Imam selber nicht im Stehen beten kann, betet er im Sitzen und die anderen folgen ihm dabei, ebenfalls im Sitzen zu beten. Die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist einmal vom Pferd gefallen und hat sich verletzt. Und dann hat er im Sitzen gebetet und die Sahaba radiallahu anhum haben es ihm gleich gemacht. Und, aber wenn eine Person jetzt als Imam normal ist, inshallah ta'ala, und er kann das Gebet normal verrichten, verrichtet er es normal. Beten der andere, der Murin kann, ja. Er muss gucken, dass er auf beste Art und Weise diesem Gebet folgen kann. Ja, auf beste Art und Weise. Und
dann halt, also ich wollte einfach dann wissen, wie das Gebet aussieht im Liegen, also welche Handlungen. Wie ist das Gebet im Liegen? Es gibt keine speziellen Ahkam, wenn man sitzt oder wenn man liegt. Es gibt keine speziellen Urteile, wenn man sitzt und wenn man liegt. Das Einzige, worauf man achten sollte, ist, wenn man sitzt oder liegt, dass man den Rukur höher macht als den Sujud oder umgekehrt den Sujud tiefer macht als den Rukur. Das ist das Einzige, worauf man achten muss. Es gibt, wallahu ta'ala ala wa alam, keine authentischen Überlieferungen, wie die Ahkam im Gebet sind für eine Person, die sitzt oder liegt. Sie haben ja diese Erleichterung bekommen, weil sie nicht stehen können. Na, wallahu ta'ala ala wa alam. 2 Minuten für allgemeine Frage. Die Geschwister im Internet kriegen einen Vorzug. Eigentlich hattest du ja das schon erklärt. Jetzt beschwert sich eine Schwester, warum dürfen die Männer, sage ich mal, oder die Brüder oberkörperfrei raus? Ja, ich weiß nicht, Schwester, was willst du damit sagen? Willst du dasselbe machen? Oder? Ich meine, subhanallah, ich habe das doch erklärt. Habe ich das erklärt oder nicht? Ich verstehe nicht, will man nicht zuhören oder wartet man nur darauf, dass man einen Mann-Frau-Unterschied macht und so. Subhanallah, wir kennen das von den Kuffaren. Es ist schlimm, dass unsere Geschwister mittlerweile genauso denken. Wir haben die Sache doch klar erklärt. Habe ich gesagt, oh, ihr Brüder geht ab morgen raus mit freien Oberkörper? Habe ich das erklärt? Natürlich nicht. Trotzdem, ein Mann ist anders als eine Frau. Soll ich das auch noch erklären? Ja, nicht subhanallah. Und der Mann geht ebenfalls nicht so raus. Weil es gehört nicht zur Rechtschaffenheit, dass ein Mann mit freiem Oberkörper herausgeht. Aber trotzdem, ein Mann ist anders als eine Frau. Von der Bauweise her. Oh, Muster. Na. Und bald werden wir gefragt, warum die Männer keine Menstruation bekommen. Oder warum sie nicht die Schwangerschaft übernehmen können für die Frau. Nein. Wenn man ein Raka Witr betet, muss man dann Surah Al-Qunut? Surah Al-Qunut, okay. Dua Al-Qunut. Muss man Dua Al-Qunut machen? Das ist Sunnah. Das ist Sunnah, dass man das macht im Witr-Gebet. Und das kann man machen, natürlich, wenn man ein Raka betet, dann vor dem, dass man den Qunut macht, vor dem Rukur oder nach dem Rukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Beides ist in der Sunnah überliefert vom Gesandten. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Es wird gefragt, sind Fotoalben erlaubt? Fotoalben. Fotoalben, sind sie erlaubt oder nicht? Die Sache ist umstritten unter den Gelehrten, ob diese Fotos, die gemacht werden, ob sie zu der Fotografie, zu At-Taswir gehören. Und das, was verboten wurde in der Sunna, ist At-Taswir. Und hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eigentlich keine Einschränkung gemacht, sondern er hat allgemein den Begriff Taswir erwähnt, wie Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala sagte. Deswegen, es ist sicherer, dass man diese Sachen nicht macht. Das heißt, digitale Fotos ist noch etwas anderes, als wenn man diese Fotos ausdruckt. Digitale Fotos zu machen, die irgendwo im Speicher sind und man kann sie jederzeit löschen, ist anders, als wenn man Fotos ausdruckt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und sowieso auch Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Er sagte, was ist dieser Sinn von Fotoalben? Wenn du jemanden liebst, dann mach du Afi. Ist das besser als ein Fotoalbum? Das ist doch besser für die Person. Warum so sein Foto angucken und oft noch traurig werden und sonstiges? Subhanallah, wie manche von uns. Sein Vater ist gestorben, seine Mutter ist gestorben, dann hängt er das Bild an die Wand. Ja, und jedes Mal, wenn er hinguckt, was wird er? Tanzen? Der wird traurig. Der wird traurig. Ja, und manchmal wird er so traurig, dass er seine Wut an seine Familie auslässt oder dass er schlechte Laune bekommt gegenüber seinen Kindern und so weiter und so fort. Das ist subhanallah. Wir haben gelernt, dass man Dua macht, dass man Gutes macht für die Leute, die gestorben sind. Und man hat hier allerhand Möglichkeiten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baratullahu fikum und jazakumullahu khairan. Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.